Ja, Claire. Wirst du das Leben auf dem Mond lieben, Schatz? Wirklich? Auf jeden Fall. Man kann jederzeit in der geringen Schwerkraft spielen und es gibt keine Schule. Cool! Also, du bekommst natürlich auch dort eine Art Unterricht. Warte, diese Einheit hatte noch Drucktüren? Wie alt ist sie denn? Jetzt? Was war das? Selbe Schubdüse. Wie schlimm ist das? Sehr, Claire. Eine kaputte Düse bringt uns vom Kurs ab. Ich zieh mich um. Ich mach das. Hab keinen Topo mehr. Nein, viel zu gefährlich. Claire, wir müssen uns beeilen. Ich gehe. Bitte sei vorsichtig. Ich begleite dich aus dem Cockpit. Verstanden. Thank you.
glaube nicht, dass wir die Düse retten können. Sie ist schwer beschädigt. Sagt die Diagnose auch. Du musst sie rausschneiden. Bist du sicher? In diesem Zustand ist sie eine Gefahr für das Schiff. Verstanden. Schalte erst den Strom ab. Ja, das geht von hier aus nicht. Okay. Du musst das Stromkabel der Düse durchtrennen. Siehst du sofort. Geschafft. Strom ist aus. Jetzt kommt das Komplizierte. Du musst die Düse entfernen. Langsam, vorsichtig. Verstanden. Komm hier rüber! Geil! Mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, nach anderthalb Stunden Aufnahme, ich habe keinen Ton von meinem Mikrofon ausgegeben. Geil! Also, herzlich willkommen zu Delivery aus Mars. Jetzt ab. Ich laber die ganze Zeit und laber und habe wahrscheinlich keinen Ton ausgegeben. Das werde ich wahrscheinlich erst beim Schneiden feststellen. Aber egal. Eine alte Taschenuhr. 16.01.2015. 30.09.2022. Wie schnell kann ich das drehen? Okay. Der Wald wirkt jetzt dichter im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Das ist leider unmöglich. Deshalb habe ich wirkt gesagt. Und er ist trotzdem schön.
Er war sogar noch schöner. Und eines Tages kann er wieder so schön werden. Vielleicht. Vielleicht. Alles okay? Ich war nur lange nicht hier. Das ist alles. Bist du traurig? Nein, nein, alles okay. Schön, was passiert? Dass wir Zeit miteinander verbringen können, bevor du gehst. Mädels, wir sind fast da. Gehen wir weiter. Komm schon. Weiter. Dad, erzählst du zu Ende? Ach ja, also, wo war ich? Ja, genau. Okay, also, Mom hat eine Freundin auf einer Verbindungsparty besucht. Was ist denn das? Das ist wie eine Geburtstagsparty, nur ohne Geschenke und mit Alkohol. Das klingt dämlich. Das stimmt. Bin auch nie gern hingegangen. Aber es war gut, dass ich bei dieser war. Ich habe deine Mom nur angestarrt. Dann kam sie zu mir rüber und fragte, warum ich nicht tanze. Und warum nicht? Du weißt ja, wie das aussieht. Ich habe ihr gesagt, dass ich und Tanzen einfach nicht zusammenpassen. Und ich hatte recht. Was ist passiert? Ich habe ihr Glas aus der Hand geschlagen, weil ich wild herumgefuchtelt habe. Dabei ist ein Splitter in ihrem Bein gelandet. Au! Dann war überall Blut. Und dann mussten wir schnell in die Notaufnahme. Großer Gott. Bis zu unserer Hochzeit habe ich dann nicht mehr getanzt. Aber warum hat Mami sich dann in dich verliebt? Das weiß ich beim besten Willen nicht, Liebling. Wow. Cool, oder? Was ist das? Wer war das? Dad. Schön, dass das noch hier ist. Claire und ich sind hier immer geklettert. Warum durfte ich nicht? Du warst noch etwas zu jung. Bist du noch. Okay, Mondbär, hol deine Ausrüstung. Oh ja. Mission beginnt. Prüft Systeme. rechter Fuß. So, genau wie die Kletterwand zu Hause. Nur diesmal benutzt du diese tollen Klauendinger. Linker Fuß. Wenn du es an der Wand bis ganz nach oben schaffst, bist du einen Schritt näher am Mond. Dad? Ja? Gibt es viele Kletterwände auf dem Mond? Nein. Doch, wer zum Mond will, braucht ein Abzeichen. Fast so wie dein Pfadfinderabzeichen. Warum ein Kletterabzeichen? Nun, es ist so. Angenommen, beim Flug zum Mond müssen wir eine Notlandung machen und aus der Rakete rausklettern. Dann schaffst du's und findest wieder heim. Kann da etwa was schiefgehen? Nein, nein, nein. Die sind sehr sicher gebaut. Ist doch wahr, stimmt's, Claire? Da geht schon nichts schief, Kathy. Versprochen. Was jetzt? Katie, Kathy, Cat? Also gut. Wir sind startklar. Bereit oder nicht? Los. Ja, jetzt. Hau jeden Eispickel so hart rein, wie du kannst. Einen nach dem anderen. Du schaffst das, Mondbär! Ist ja richtig mühsam gemacht, aber man kommt damit zurecht. Schon okay, Mondbär. Ist alles gepolstert. Gleich nochmal. Du schaffst es.
Jetzt, Sir. Geschafft! Klasse, Mondbär! Wir fliegen zum Mond. Bist du aufgeregt? Juhu! Okay. Vorsichtig runterklettern, okay, Mondbär? Geschaut und du weißt, was passiert ist. Bitte, komm mit uns. Nein, wag es. Komm schon, Claire. Ich hasse dich. Für das alles. Ich hasse dich. Komm, tun wir die Ausrüstung weg. Warum will Claire nicht mit uns kommen? Sie will. Keine Sorge, sie kommt schon mit. Dann sind wir zusammen? Ja. Lass uns heimgehen. Du musst dich vor deiner Prüfung morgen ausruhen. Okay. Ach, wir sind jetzt schon im Kapitel 3. Siehst du mir beim Schlafen zu? Ja. Das ist creepy, Claire. Ist nur zur Beruhigung. Was erhoffst du dir denn auf dem Mars, Cat? Gar nichts. Ich verstehe schon, was du denkst, glaube ich. Manchmal ist das, was wir wollen. Es ist sehr schwierig, das Richtige zu tun. Ich glaube, Isaac hat's immer gut gemeint. Isaac? Du meinst Dad? Dad hat es gut gemeint. Ich will nur, dass du verstehst, dass er nicht immer gut darin war, das Richtige zu tun. Wenigstens versucht er, das Richtige zu tun. Nur das ist von Bedeutung, oder? Er kümmerte sich um uns und konnte damals nichts tun. Ja, du hast recht. Dass ich ihn finden will, ist doch normal, nicht wahr? Ich muss sicher sein, dass, wenn wir dort sind, du das Richtige tun wirst. Claire? Cathy? Kommt mal zu uns ins Cockpit. Cat, ich will nur das Beste für die Mission. Und das mache ich auch. Okay?
Die Blenden sind zu für etwas mehr Spannung. Denn was sich vor uns befindet, das begeistert, schockiert und entzückt vielleicht. Was? Obwohl Outward die Bösen sind, haben sie etwas Erstaunliches gebaut. Okay, du musst sie trotzdem nicht lobpreisen. Okay. Da verpasst du mir einen Dämpfer, aber gut. Opera Team, das ist die Arche Labos. Seht euch das an. Habt ihr schon mal solche Solarplatten gesehen? Sieht so aus, als hätten sie Standard-PV-Platten mit einer Art CSP-Schicht verbunden. Bitte was? Es scheint, als ob diese Platten die Solarstrahlen optimal bündeln, bevor sie die photovoltaischen Halbleiter treffen. Das erhöht die Effizienz, und zwar exponentiell. Wie kommt's, dass sie so fortgeschritten sind? Warum sieht sie verlassen aus? Sehen wir nach. Sarah, Ryan, Anzüge an und bereitstehen. Kathy, vorbereiten zum Andocken. Ich übernehme den Andockvorgang? Ja, du bleibst an Bord der Zephyr mit mir. Jetzt führ den Befehl aus. Gut, Ryan und Sarah, bereit fürs Boarding? Überwacht bitte dieses Terminal. Okay. Kathy, CMG und Pitt sind für manuelle Steuerung freigegeben. Bin dran. Wegpunkte 0 und 2 sind berechnet und definiert. Abbrechen von Wegpunkt 2 nicht automatisch. Letzte Go-No-Go-Abfrage an Wegpunkt 2. Kathy, los. Nein, Madame, jetzt nicht. Wegpunkt 1 erreicht. Beginne Manöver zu Wegpunkt 2. Verstanden. Letzter Wegpunkt. Beginne Vorbereitungsphase. Letzte Überprüfung. Bereit. 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 Verstanden. Kathy, du schaffst das. Okay. Angedockt. Vorbereitung bestätigt. Andocken abgeschlossen. Bestätige. Sauber angedockt, Kathy. Gute Arbeit. Danke. Ryan, Sarah, ihr dürft das Schiff betreten. Davon sind wir ausgegangen. Wir sind schon auf dem Weg. Verstanden. Später bekommt ihr einen Tadel für Ungehorsam. Ich trage das Urteil mit Würde. Ich kann das mit Ihnen untersuchen. Wir brauchen nur ein... Das ist nicht nötig. Es ist auch nicht nötig, hier zu bleiben. Kathy, respektiere meine Befehle. Du bist meine Schwester. Deine Kommandantin. Claire, würdest du dir hier bitte kurz was ansehen? Das Innere ist wie ein riesiges Labyrinth. Könnte dauern. Verstanden, Sarah. Kathy kommt jetzt rüber. Yay! Ich docke Ayla für dich ab. Ich schicke sie rüber. Verstanden. Bist du schon bei mir? Hey, meine Hübsche. Ist es auf dem ganzen Schiff so ruhig? Ich weiß. Ja. Sieht ganz so aus, als wäre das geplant gewesen.
Sollte ich aufschreiben? Alle Kolonisten trugen die gleiche Kleidung. Hat irgendwas Sektenhaftes. Andererseits sorgt es aber auch für eine gewisse Gleichheit und einen Zusammenhalt, was irgendwie Sinn ergibt. Siehst du das? So viele Kryokapseln an einem Ort. Da war jemand drin. Ein Hologramm. Hier. Woher hast du diese Daten überhaupt? Hast du Geheimnisse vor mir, Ayla? Schauen wir uns das mal an. Okay. Loslassen! Ich werde schon nichts tun. Entschuldigung, Anweisung von Direktor MacArthur. Outward Yard! Willkommen zum Neuanfang! Wir sind wahrer Größe, so nah. Wir sind das Ergebnis von 1000 Jahren technologischem Fortschritt. Die Erde war einmal. Sie wird sich nicht von durch uns zugefügten Schaden erholen. Doch jetzt haben wir die Chance, die Geschichte zu korrigieren. Eine Zukunft ohne Konflikt, ohne Spaltung, unberührt von Schwäche und Zweifel. Wir haben Wissen und Kraft, um eine nachhaltige Utopie zu erschaffen. Ein Ort für euch, all eure Kinder und Enkel. Mit meinem 5-Jahres-Plan schaffen wir eine beständige Basis für Outward. Gemeinsam. Und Arche Vita? Brauchen wir dafür nicht alle 3 Archen? Den Verlust der Arche Vita werden wir verkraften, wenn wir hart arbeiten, um sie zu ersetzen. Doch nur gemeinsam können wir Erfolg haben. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, scheitern wir. Wenn wir einander bekämpfen, werden wir scheitern. Bei diesem epischen Unterfangen sind wir nur so stark wie das schwächste Glied. Also, Menschen von Outward, wir stehen an der Schwelle. Gemeinsam können wir etwas Besseres schaffen. Sammelt eure Sachen und macht euch für die Landung der Arche Habitas auf dem Mars bereit.